Herzlich willkommen zur Motorshow mit dem neuen Suzuki Swift 4x4. Tja, man muss schon ganz genau hinschauen, um dieses Auto von seinem Vorgänger zu unterscheiden. Aber es ist satte 15 cm länger geworden und damit ein komplett neues Auto. Mit ihm fahren wir heute nach Wildeck im Aargau zu den richtigen Geländewagen, zum Training der Offroad-Asse, die demnächst in die Karpaten starten. Der erste Eindruck vom neuen Suzuki Swift Allrad. Das Auto ist wirklich deutlich erwachsener geworden, aber die Designer haben das fast perfekt versteckt. Man wollte wohl nicht wirklich verändern, was sich gut verkauft. Vorne unter der Haube steckt jetzt ein 1200er Benziner mit 94 PS. Das Motörchen müht sich redlich, aber braucht deutlich Drehzahl. Und beim Beschleunigen, gerade im großen Gang, da kommt es schnell an seine Grenzen, da geht ihm relativ schnell die Luft aus. Apropos großer Gang, das Fünfganggetriebe, das macht richtig Spaß, das schaltet sich knackig. Die Lenkung ist sehr, sehr leichtgängig und der Antrieb, der verlagert sich bei rutschigem Untergrund immer mehr von vorne nach hinten. Das bringt Bodenhaftung, gerade wenn es nass ist, wenn es matschig ist oder geschneit hat. Hier drin gibt es vorne jedenfalls ein richtig gutes Platzgefühl. Das liegt auch an dem hohen Dach, das ja nach hinten ein bisschen abfällt. Instrumente und Armaturenbrett, das alles wirkt hochwertig und klar gegliedert. Suzuki verzichtet, Gott sei Dank, kann man schon sagen, auf Japan-Schnickschnack in Farben und Formen. Um dem Allrad etwas mehr Bodenfreiheit zu gönnen, haben sie die Karosse etwas höher gelegt. Den 4x4 gibt es nur mit 4 Türen. Der Einstieg ist trotz der gewachsenen Karosserie aber doch recht beengt. Für Knie und auch für den Kopf bleibt hier nicht allzu viel Platz. Immerhin ist die Kopfstütze hoch genug. Ähnlich sieht es übrigens im Kofferraum aus. Der ist wirklich mini. Macht man die Klappe auf, bleibt die Hutablage liegen. Wenn man sie dann von Hand hochhebt, bleibt sie so. Wenn man sie vergisst, ist sie dann später beim Losfahren im Weg. Nutzt man den doppelten Boden, dann muss man anschließend recht schwer heben, denn da ist die Ladekante ziemlich hoch. Und jetzt kommen die technischen Daten. Den Suzuki Swift 4x4 gibt es ab 21.990 Franken. Unser Testwagen kostet inklusive Zubehör 24.580 Franken. Er hat 1,2 Liter Hubraum, 4 Zylinder und leistet 94 PS. Von 0 auf Tempo 100 braucht der Kleinwagen 13,4 Sekunden. Das maximale Drehmoment beträgt 118 Newtonmeter. Laut Hersteller soll der Swift mit Allrad im Schnitt 5,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen. Der CO2-Ausstoß beträgt 128 Gramm pro Kilometer. Der Swift 4x4 schafft die Energieeffizienzkategorie B. Ich muss feststellen, trotzdem, dass das eigentlich sehr eine holprige Straße ist, fährt sich das Auto sehr ruhig. Es ist sehr kontrolliert beim Lenken. Ich denke, da vorne ist bald Schluss für uns, oder? Ja, schauen wir mal. Das war wohl nichts. He? Mit der Verschränkung hat er ein Problem. Hat natürlich auch keine Sperre und nur 94 PS, 1200 Kubik. Irgendwo muss dann ja auch mal Schluss sein. Das ist es so. Kann man ihm keinen Vorwurf daraus machen? Das kann man ihm absolut nicht, weil es ist ja ein Auto, das nicht fürs harte Gelände gedacht ist. Und trotzdem kam der kleine Suzuki erstaunlich weit. Doch jetzt ab auf die Straße, denn da gehört er eigentlich auch hin. Ich bin überrascht von der ganzen Innenausstattung. Sehr aufgeräumt, schönes Auto. Das Design ist sehr schön abgeformt, aussen durch. Schöne Linie. So, über Stock und Stein und durch die grünen Wiesen. Jetzt bin ich aufs Fazit gespannt. Wie sieht's aus?
Ja, hat Spass gemacht, das Fahrzeug zu fahren. Im Steinbruch hat man einfach gesehen, dem Fahrzeug sind relativ schnell Grenzen gesetzt. Sobald größere Steigungen kommen, ist etwa nach 30 Metern ist der aus die Maus. Auf der Straße fährt sich das Auto sehr sicher. Man hat ein gutes Gefühl, man fühlt sich wohl drin. Er hat auch so ein bisschen seine sportlichen Ambitionen. Wobei, ich würde einfach sagen, wenn es dann in die Bergfahrten hineingeht, ist er dann da sicher auch gleich wieder an seiner Grenze. Ist genau meine Meinung, ein paar PS täten gut. Ich sage herzlichen Dank für die Testfahrt. Bitte, danke schön, hat Spass gemacht. Okay, merci. Der Swift 4x4 im Fazit. Wenn man ihm richtig Drehzahl gibt, wenn man es stauben lässt, wie gerade eben, dann macht das Auto richtig Spaß. Im schweren Gelände, da macht er keinen Stich, da hat er auch nichts verloren. Dafür ist er nicht gemacht, kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber mit seinem Allradantrieb ist man im Winter in den Bergen sicherlich der Zweiradkonkurrenz schnell auf und davon. Nachteile gibt es auch, Power und Platz hinten, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Kommen wir zum Verbrauch. 5,5 Liter im Durchschnitt verspricht das Werk. Bei uns waren es heute, so wie wir gefahren sind, fast 2 Liter mehr. Aber das lässt sich im Alltag ganz bestimmt locker unterbieten. Und das war die Motorshow von heute. Im Internet auf motorshow.ch können Sie uns 24 Stunden sehen, wenn Sie möchten. Und diese Sendung auch als Podcast sogar im Abo haben. Also schauen Sie rein, auch beim nächsten Mal. Dann fahren wir den neuen Lexus ISF. Bis dahin, ciao, ciao.